Und herzlich willkommen zurück hier bei die Gilde 3. So, eine Amtssitzung beginnt. Leider, so wie es aussieht, bin ich der Einzige, der dafür gestimmt hat. Eröffnet. Kommen wir zum ersten Punkt auf der Tagesordnung. Das Ansehen von Asantos soll um 50 angehoben werden. Warum? Ich bin dagegen. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin dafür. Genau. Damit ist es entschieden. Abgelehnt. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Stehlen soll legal sein. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Ich bin dafür. Damit ist es entschieden. Abgelehnt. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. So, wartet mal. Bleibt mal stehen. Stadtdiener. Ah, ihr. Was ist das für ein Wappen? Ach, es ist eine Gilde. Kann ich etwas für euch tun? So, ich sollte mich mit dem hier vielleicht auch noch gut verstehen, ne? Komische Ente als Symbol. Wieder. Was macht ihr denn? Baderhütte? Eine Heilstube? Ist eigentlich auch Konkurrenz, ne? Beliebtheit? Wie konnte man jetzt noch mal Abmachung treffen? Was stand da? Denkt nach. Wie konnte man sich noch mal mit denen verbinden? Hier bin ich. Wie habe ich das mit denen gemacht? Allianz. Geiseln, Romanzen. Köln, Familie. Beweise. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich verbündet habe, verdammte Axt. Da müsste ich mir das Video nochmal anschauen, wo ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Irgendwie ging das, ich weiß nur nicht mehr wie. Ich freue mich, euch zu sehen. Unter Info. Schatten durch. Wie zum Teufel ging das nochmal? Das ist das Familienoberhaupt. Jemanden die Feder erklären. Nee, ich möchte ihm ja nicht die Feder erklären, ich möchte ja mit ihm verhandeln. Eine Allianz eingehen. Anbieten. Die Abmachung ist perfekt. Sehr zufrieden mit meinem Angebot. Sehr schön. Beim nächsten Mal kannst du dann aber auch für mich stimmen, ha? Wie wäre das denn mal? So, wisst ihr was? Da wir jetzt eine Abmachung mit denen haben und ich dann vermutlich etwas beliebter bin, sofern ich vielleicht noch hier ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Ich eile. Wenn ihr meine Familie unterstützen wir. Sehr schön. Dankeschön. Nur noch was machen? Öffentliche Lobrede. Wie heißt du? Johann Napfel. Was verschafft mir die Ehre? Bestätigen. Bestätigen. 98%. Ich fühle mich ebenso geehrt. So. Und jetzt? Ja? Charisma trainieren brauchen gerade alles nicht. So, öffentliche Meinung beeinflussen. Er soll umkommen. Bestätigen. Antrag zur Änderung Stadtgesetze. Geht nicht. Muss erst laufen. Gut. Nächste Verfahren ist 13 Uhr. 14:14. Nächste Runde. Okay. Dauert also noch ein bisschen. Aber jetzt sind wir wenigstens halbwegs dicke Freunde. Ihr wünscht mich zu sprechen? Du kannst noch mal Charisma trainieren. Selbstverständlich.
Jetzt nicht, bitte. Jetzt nicht, bitte. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Natürlich werde ich euch unterstützen. Was? Okay. Gut, wenn du meinst. Das wird euch sicher helfen. Schattenjagd? Lebendig gefangen. Fürstliche Depesche. Eine fürstliche Depesche, auf der der Name der Familie Winkelmann verzeichnet war. War beeindruckt, okay. So, da habe ich für schuldig gestimmt, ne? Ausnahmsweise mal. Und wir müssen warten, bis ich wieder Gesetze ändern kann. Also beantragen kann, die Gesetze zu ändern. Wir haben die ganze Zeit 7 rum. Irgendwie ist das hier überhaupt nicht lukrativ. Einnahmen 128, das lohnt sich mal gar nicht. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Nö, also irgendwie ist das so ziemlich gar nicht lukrativ. Kann natürlich sein, dass es erst mit nach einer Weile kommt. Weil die transportieren rum zum Gebäude. Ach, und die schmuggeln noch andere Sachen dabei. Jetzt habe ich es verstanden. Die schmuggeln normal nur rum. Und ab und zu kommt noch was anderes mit, ja? Gut, warum nicht? Dann kann es natürlich sein, dass das eine Weile dauert, bis das lukrativ wird. Lassen wir schneller laufen. Kommt in die beste Spelunke der Stadt. Das klingt gut. Kommt in die beste Spelunke. Ja, hat sie abgeladen. Alles klar. Gut, alles klar. Und verkauft wird ja immer alles, ne? Urknecht brauche ich ja eigentlich nicht. Dann lassen wir es erstmal so. Wie, du bist nicht durstig. Und vor unser Kopf, du hast doch keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung, Junge. So, ich muss jetzt leider noch warten, ne? Was verschafft mir die Ehre? Ja. So, geh du mal loben. Ich bin gerade verhindert. Ich habe nie gesehen, dass Johanna... Euer Ansehen ist gewachsen. Aha. Gut. Dann geh du mal deiner Arbeit wieder nach. Nächste Verhandlung ist ja erst nächstes Jahr, 1414. Und wir gucken mal im Talentbaum. Dafür müsste ich schon Patrizier sein, okay. So, wir könnten hier aber Räuber 3 machen. Dafür brauchen wir Freibürger. Kostet 8000. Ja, könnte ich mir bestimmt leisten, wenn ich jetzt zum Rathaus gehe, aber... das könnte ein Problem werden dann. Weil ich ja noch mindestens eine Gerichtsverhandlung habe. Na gut, lassen wir erstmal laufen. Euch unterstützen, bestimmt nicht. Weiß gar nicht, was für ein Betriebslimit habe ich eigentlich. Betriebelimit ist immer plus 1. Kann ich das nachgucken beim Bauen? Betriebe? Was für ein Limit ich habe? Ich sehe, dass ich noch bauen kann, mehr aber auch nicht.
der ein Gebäude baut. Wohnhäuser, Betriebe. Gebäude reparieren. Ämter ansehen. Jo, keine Ahnung. Das Dorfgebäude darf ich nicht bauen. Ja gut, Dorf, doch klar. Die normalen Produktionsbetriebe. Aber ich weiß nicht, wie viel Betriebe ich bauen darf. Und ich weiß auch nicht, wo ich das einsehen kann. Das muss doch eigentlich... Ah, Betriebe 4 von 5. Alles klar. Jetzt habe ich's. Rangpunkte, Titel, Familie, Wohnsitz. Oh, sind irgendwo im Mittelfeld, ne? Die sind am weitesten. Oh, die mit dem Greifen sind leider unter uns. Ah gut, die haben ja auch so ein mehr zwielichtiges Handwerk wie wir. Vielleicht hängt das damit zusammen. Oh, was gibt's hier denn Schönes? Nichts. Nur Ruinen, wa? Ich dachte, hier könnte man irgendwas machen. Sah irgendwie so aus. Na gut, schade. Gut. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben Betriebe gebaut. Nächste Amtssitzung ist erst in der nächsten Runde. Wir haben einen untätigen Mitarbeiter. Achso, es werden wohl die wieder hier die Fuhrleute sein, ne? Gehe ich mal stark von aus. Ja, das ist alles nicht mehr so lukrativ wie früher, ne? Obwohl 2700 ist nicht schlecht. Was hast du gemacht? Info? Null. Das ist nicht viel, wenn ich das so sagen darf. Ach, es kauft keiner mehr. Muss ich vielleicht den Preis ein bisschen runternehmen? 110. Na gut, 105 reicht ja auch, ne? So, machen wir 105. Ne, machen wir 110. 105 ist mir zu wenig. 110% so. Damit bin ich einverstanden. So, Lagerregeln einhalten. Was heißt das für dich gerade genau? Fährst du verkaufen oder fährst du kaufen? Du hast nichts dabei, also fährst du nichts kaufen. Verkaufen. Es sei denn, er ist gerade auf dem Rückweg. Ah ne, der kauft bestimmt Fischöl. Bin ich mir fast sicher. Ja. Losgefahren, Fischöl kaufen. Gut, macht ja auch Sinn, ne? Dass nichts verkauft wurde, ist ein bisschen ärgerlich. Was brauchen wir denn für die nächste zufriedene? Ach, haben wir schon alles gekauft? Uiuiui. War blöd. Ist aber blöd. Joa, schon wieder ein Jahr rum, ne? Lass uns mal schnell vorlaufen, dann können wir uns in dieser Folge noch die nächste Sitzung anschauen. Würde ich mal vorschlagen. Wir müssen das Gebäude mal reparieren. Sobald ich herausgefunden habe, wie Gebäude reparieren. So, dann lass uns mal durchschalten hier. Oh, wir können das aufwerten. Klage gegen eure Familie eingereicht. Nee, können wir nicht. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Brauchen wir nicht reparieren, das auch nicht. Das müssen wir auch noch reparieren. Ja, ja, schon wieder eine Klage. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Jemand mag euch nicht. Ich bin jetzt immer unschuldig. Habe ich jetzt entschlossen. Ich denke mal, schuldig wird mich auch nicht weiterbringen, weil ich auch schuldig plädiert habe.
Bin ich denn? Bin gerade verhindert. Was meint er? 3 Uhr morgens. Dann geht's hier rum in die City rein. Da ist mein Schmugglerloch, da muss da irgendwo das Rathaus sein. Ich eile. Meine Dame, ich würde gerne mehr Zeit in eurer fesselnden Gegenwart verbringen. Wer hat denn jetzt hier wieder Büffels geraspelt? Unser Erbe ist noch nicht erwachsen, dementsprechend können wir den noch nicht hier mit aufnehmen. Na gut, dann warten wir erstmal, bis wir im Rathaus sind, dann dürfte schon die nächste Sitzung sein, ne? Abend 13 Uhr. Jemand mag euch nicht. Gustav Spielmann, okay. So, wir sind mit denen verbündet und mit denen. Und wem erklären wir die Fehde? Den da. Aber wir warten jetzt erstmal, bis hier die Verhandlung ist um 13 Uhr. Ne, das dauert zu lange. Wollt ich höre? Kann ich freue mich, euch zu sehen. Wollt ihr eine Fehde? Wir sollten vielleicht erstmal unsere Leute schützen, bevor wir eine Fehde beginnen. Ja, du bist ungeduldig, ne? Du hampelst hier auf der Stelle hin und her. Ein Krieg steht bevor. Ja, macht denn nichts. Wir sind etwas ungeduldig. Wir warten auf die Verhandlung, wie man sieht. Moment. Wir sind ganz ungeduldig und hüpfen auf der Stelle die ganze Zeit hin und her. Habe ich nicht schon plädiert? Jo, habe ich. Sehr schön. Bin mir nicht sicher. Fehde könnte auch bedeuten, dass wir einen Krieg führen. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Und ich bin mir nicht sicher, dass ich da Bock drauf habe. Zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das noch. So, 13 Uhr. Ist jetzt endlich soweit. Jetzt ist die Kamera umgesprungen, echt jetzt. Ich würde aber gern bei ihm bleiben. So, haben sich alle ganz brav versammelt hier. Patrouillen müssen sein. Wieder das Diebspack. Spack, du hast doch keine Ahnung. Wieder das Diebspack. Gerichtsverfahren um 14 Uhr. Ah, und die Abstimmung ist auch um 14 Uhr. Alles gleichzeitig. Schade. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir... Natürlich werde ich kann hier gerade unmöglich weg. Gut. Wird erledigt. Ruhe bitte. Das Gericht tritt heute zusammen, um über die folgende Klage... Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Vielen Dank, Großgericht. Für diese Verbrechen erwarte ich ein gerechtes Urteil. Das Gericht wird nun... Wie bekennt ihr euch? Ich bekenne mich schuldig. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zur Urteilsfindung. Öffentliche Schmähung? Schuldig. Öffentliche Schmähung, öffentliche Schmähung. Vielleicht sollte ich mich einfach schuldig benennen. Plädieren, schuldig. So, wie geht's hier lang weiter? Kommen wir zum ersten Punkt auf der Tagesordnung. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Ich bin dafür. Oh, sehr schön. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Verschlechtert? Wohl gerade erhöht. Ich bin dafür. Damit ist es entschieden. Wurde angenommen. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Pamphlet schreiben soll illegal werden. Ich bin dagegen. Ich bin dafür. Ich bin dagegen. Oh. Damit ist es entschieden. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Euer Ansehen ist gewachsen. Oi, warum war die Stimme denn jetzt so laut? Da war irgendeine Abstimmung bei, die ich irgendwie verpasst habe. Unser Kumpel war dafür, deswegen wollte ich auch dafür stimmen. Ich dachte, ich kann das jetzt noch auswählen. Aber, da habe ich wohl was verpennt. Na gut, kann passieren. Was ist? Was denn wohl? Du sollst hier Gesetze ändern. Also, erstmal kannst du trainieren gehen. Öffentliche Meinung beeinflussen.
Wenn das so weitergeht, kann ich die Gesetzesänderung nicht beantragen, bis hier wieder eine Wahl ist, ja? Werbung möglich, 1415 in der nächsten Runde schon. Das ist ärgerlich. Ich hoffe mal, ich behalte das Amt, aber die Ernenner sind nicht gerade die freundlichsten für uns. Ich sollte auf den Marktplatz gehen und Waffen kaufen und Rüstungen. Und vielleicht noch Leute zum Schutz einstellen. Und dann eine Fehde beginnen gegen die erste Dynastie. Und zwar gegen... wie auch immer die heißen. Jodelhosa, echt jetzt? Was ist das für ein Name? Weil das sind Konkurrenten von uns. Und das finde ich gar nicht schön. Gegen die gehen wir vor, glaube ich. Wie sieht's aus mit meiner Familie? 11 Jahre? Dann solltest du doch so langsam mal... Kostet 5000. Nee, das lassen wir jetzt mal sein. Dass das immer weggeht, ne? Was hast du denn da jetzt? In der Backstube? Der Krieg ist verloren. Wenn du den anpackst, ne, dann gibt's Ärger, das weißt du. Gut, ich würde sagen, ich lasse erstmal laufen, zumindest bis zur nächsten Verhandlung. Gerichtsverhandlung 14:15, 7 Uhr, relativ früh. Leider kann ich nicht nochmal die Gesetzesänderung beantragen, da ich nicht mehr so lange im Amt bin. Ich finde es auch ein bisschen blöd, selbst wenn ich mich zur Wiederwahl aufstellen würde oder könnte, das weiß ich gar nicht, ob das geht, sind die Entscheidungsträger nicht unbedingt wohlgesonnen. Das sind nämlich die Richter, die mich die ganze Zeit verurteilt haben. Ganz schön frech. Aber gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.